Salut, Layflight, Alpmilchheier, willkommen zurück bei mir um Channel. Heute gucken wir ein bisschen einen anderen Tipp für Video. Eben da das den nächsten von einer ganzen Rutsch, die werden rauskommen, und zwar geht das über meine Sammlungen am Allgemeinen. Eben das, was wir heute gucken, sind Pokémons Karten, Pokémon Training Card Game. Eben das hat ich ganz viel gespielt, wo ich klang war, eben da war ich wirklich voll dran, voll dran. Ich war von den Nächsten, wo ich regelmäßig konnte, wenn ich überhaupt am Schulhof. Das war cool. Mit Sarah Stein lodert heute sie geschenkte Karten, eben von einem Kollegen, und sie viel ELA-Karten dran. Natürlich, wir werden euch da gucken, halt, dass wir so ein bisschen eben bekannt machen mit den einzelnen Zeichen, das wird mal so auf der Karte rumfangen, was mich nicht noch schön ist zwischen den wertvollen Karten und nicht so wertvollen Karten. Ist so direkt aus diesem Paar, dass Snatch wird wirklich noch stark Wert wird, allein durch den Zustand, an dem sie sehen nicht, dass Sleeves gehalten gehen, Karten sind alle gut, eben mit. Es sind Kuhen drauf, es sind Farben auf verschiedenen Plätzen also aufgegangen, es sind Knick dran, das und allem. Mit Sarah steht das egal, das geht einfach an Sammlung ran, weil was ich euch da will machen demnächst, dass eben probiere ganz Setten komplett zu holen. Ich will nicht unbedingt alles an einem A1-Zustand, natürlich wenn ich irgendwann eine Karte von einem besseren Zustand ersetzen, stehe löser los, aber es ist nicht den Typ, den direkt auf eBay rennt eben. An eine Base-Hat Boosterbox bestellen gehen. Nee, das nicht. Bon, sprang wir mal direkt rüber auf die Karte und da gucken wir uns da ein bisschen zusammen an. Hi. Hi, sind wir dann lo direkt ein schön mehr Setup, wie gesagt, heiße abgestellt. Fehlt ein bisschen Belichtung, ich weiß, an meinem Fokus muss ich auch selber manuell spielen, weil den Autofokus von der Cam Fit-Cards ist. Wir fangen mal an, ich habe die Karten ein bisschen durch den gemischt, sodass auch einfach ein bisschen. Ein Suspense auch für mich, also ich habe sie nicht genau durchgeguckt, sie denken durchgegangen, ich habe die Energie rausgeholt, mir nicht die Karte nur geguckt, nicht genau was das. Zeig mir mal eine erste Karte. Und, wow, okay, cool. Wir fangen direkt an mit einem Lavados. Voilà, zum Beispiel an so einem Moment, da mache ich ein bisschen den Fokus rauf und da kann ich das besser weisen. Voilà, Lavados. Und was wir heute hier an allem gucken, ist eben Karten nochmal gemengen, nicht so im Detail, wir gehen nicht auf die Attacken an oder so Sachen. Wir gucken uns hier an allem der Toten. Den heutigen Zeichen auf der Seite, eben der Titan aus der Fossil-Serie. Als am 99 rauskommt, ist die dritte Serie, die hier rauskommt, ist, mit der habe ich selber noch gespielt. Eben ich habe gespielt bis Neo-Serie, das war die auch Gold oder Silber mal zu sprechen wird. Okay, dann, das ist das Problem, dass ich immer den Fokus, dass die nur bei den Cards geht. Ich gucke noch, ob ich den einfach mal automatisch machen. Ja, naja, weil da fängt es schon immer zu spannen, ne? Also gucken wir mal weiter. Ein Echt-Trainer-Kart. Eben hier sind Speedball. Genau wie Dalo ob Deutsch heißt, kann ich nicht so ein. Merci, Fokus. Eben Speedball. Wenn ich noch gucken, den Zeichen innen am Eck. Voilà, sieht ein bisschen aus wie ein Sohn. Die dort, den heutigen Zeichen zum Beispiel, die kann ich noch mal nicht. Ich mach das so. Ist besser. Den heutigen Zeichen kenne ich mal nicht, dafür habe ich aber eine Datenbank, die mir ein bisschen hilft, bei Bulbapedia. Eben finde ich hier ein komplett Licht von denen. Und den heutigen als Mysterious Treasure, also im 2007 rauskommen. An dem Set kriege ich 124 verschiedene Karten dran. Wie das aber ein Stern drin, das heißt, da kann ich gucken, was sie da genau mengen. Und das ist mir noch egal. Eben, das ist cool. Am Anfang, ich werde euch all die Links, die ich benutze, für mal ein bisschen auszuhelfen, noch in der Description machen. Das heißt, wenn ihr wollt selber klicken, könnt ihr einfach unter dem Video noch gucken. Den Link einfach nebenbei abmachen und ein bisschen mal losen, wenn ihr wollt oder nicht. Oder das, vielleicht ist das einfach praktisch für mich spät. Voilà, also. Ich werde die Lommel so raumen, unter verschiedene Sachen. Ich setze einen Trainer für sich, ich meine die eben Karten einzeln. Den heutigen als selten. Das erkennt den auch und dem Stern in einem Mac-Fokus mit Marmot erlaubt, innen zu fokussieren. Voilà.
Weil innen hat er dann auch die 12 Stunden, 27 von 42. Da wissen wir dann, dass der Fossil Set 42 Karten hat. Das tut noch sein selten, der Stern. Das kann in 3 Zeichen durch einen Hund, das ist entweder ein Kreis, das sind Uncommons. Eben Kreis als, pardon, der Kreis als Common, das sind einfach von den Karten, die ihn immer findet. Eben dann nur den nach den Dreieck, also den Dreieck, ich weiß nicht mehr genau. Ja, normalerweise ist es den Dreieck oder so, ob sie hängen, Raut, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn ich gesehen da wissen wir was. Ja, das ist ein Raut, voilà, weil den Ultraball, also so ein Raut. Und ja, das sind eben die Manner selten. Und dann nur den noch Kreis, also die Sternen, wie high, was die komplett selten sind. Voilà, ich werde dann trennen zwischen selten, Blinkischer und dann eben die andere Niveau-Rarität. Okay, haben wir einen zweiten Ultraball. Haben wir schon durch, geht ja gut los. Ein anderer Ball von der nächsten Serie, hier haben wir einen Duskball. Auf Französisch ein Sombreball. Ob Deutsch wahrscheinlich ein Schattenball, ich weiß nicht, ob es selbst geht. Auf jeden Fall ist das auch ein Ankommen Trainerkart. Nämlich Serie. Hi, Humor. Oh, cool, cool, cool. Base Set. Eben Ankommen, ein Supertrank. Das ist cool. Noch ein Supertrank. Und hi, Cynthia. Hi, ja, c'est une fille, les sentiments de Cynthia. Mhm. Danke, gucken, gucken. Ja, es gesagt immer, als ich die Karte krumm halte, das war am Anfang mein Kamm nicht ganz richtig, das merke ich. Stoppert, hä? Ein Supporter-Karte wirkt am Anfang ein bisschen anders wie ein Trainer. Ein Supporter bleibt drin, da sehe ich da wegen Trainer-Karte, wo ich nicht gepäert. Ich meine, mir genau kommen, ich denke zurück, ob die Regeln von der Pokémon-Karte spielen. Das heißt dann auch ein Ankommen-Karte. Wegen Serie. Serie haben wir nicht geguckt. Okay, den heutigen Session. Ich blende nicht den Session, ich meine einfach mal umschirmen, das mir einfach wie von der Schlur probieren zu summen. Das ist Legends Awakened. Also im 2008 rauskommen 146 Karten am Set. Hi, Humor, den Cornel, sein Training. Ein anderer Supporter-Kart, ähnlichen Typ wie Cynthia. Eben das auch ein Ankommen. Hi, Humor, ein Trainer-Kart, und zwar a Field. Voilà, a Field ist ein anderer Typ von Trainer-Karten. Das ist da, wo Pokémon nur gefangen hat, ein bisschen mehr sich auszubauen am Anfang. Field ist ähnlich wie der Anfang mit Yu-Gi-Oh! Kein Vergleich mit Yu-Gi-Oh! Field Magics. Es kann nicht ein Field oder ein Stadium, ich dann nenne sie das bei Pokémon, pardon. Ein Stadium-Kart eben darf nicht um Terra existieren, das heißt, solange die da ist, bleibt sie aktiv, ändert ein bisschen die Regeln im Spiel. Aber es muss sehen, halt, solange ein Gegner gespielt wird, wird die dort zerstört. Und hier haben wir auch schon Team Magmas Hideout. Das ist cool, die nur den kleinen Team Magma-Zeichen innen am Eck. Und wenn wir so gucken, den heute, also die dritte Karte, das war Lo Weiang Serie. Gucken wir mal, heute löscht das lang. Das ist eins, du musst ich scrollen. Das ist nicht immer direkt beim ersten Blick klar. Und dann sieht es nur X-Fire Red Leaf Green. Passt auch, das ist nämlich den, die Mondstein-Höhle, also der Bierschampfung, wo Pipis rundherum tanzen. Und das heute kommt eben aus X Team Magma vs. Team Aqua. Aus der X-Serie auch, das heißt aus dem nächsten Jahrgang Bait aus dem 2004. Eben gehen ein bisschen weiter führen, ein bisschen schnell, dass wir hier kommen. Eben hier noch ein Stadium-Kart. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir in allem, wenn wir nur etwas Funkelneues rumfangen. Eben die heutigen Aslo. Warte, den heutigen Tipp will ich aber gerne noch gucken, weil der Titan den dritten Zischen uns noch nie gesehen. Den hast du mal nicht hier, ob der löscht. Ich könnte das.
Hei Hummer en seltenen Groudon aus der Ex-Magma Team Magma Team Aquaserie, da Teutner sind die Magma Chlor. Eben du Groudon. Cool, cool, cool. Es ist froh zu sehen, dass die selten bis lo an einem relativ guten Zellstoff sind im Vergleich zu denen ankommen. Da sind den halt nicht zum Beispiel Chlore Fleck heiwöven. Oh, Double. Okay. Mal den mal dürfen. Okay, hier haben wir eine interessante Karte. Die tut noch ein Stück Geschichte. Und zwar der Titan aus eben aus der E-Series. Die Karten, die innen drin, wie ihr seht, ein großer Streif, der das Lokin Dreck. Das ist ein 8 Codebach. Ich muss rundherum schwenken, für das den Autofokus endlich hält. Auf jeden Fall, voilà, innen die Streif, der das Codebach. Und da wird ein Kartenleser für den Game Boy Advance, den E-Card Reader oder den E-Reader, ganz kurz gesagt, mein Englisch wird den noch gehischt. Und du warst so, dass du die Karte soll scannen und dann so eben als Spieler rüberbringen. Es hat nicht wirklich geklappt, es hat ehrlich gesagt echt gefloppt und dafür ist das nicht lang mit Gale gehen. Aber ja, die Karten hatten ein cooles Motiv, muss ich sagen. Also, die heutige Karte nun schon mal rausgezogen, für euch zu weisen. Das lo just ein eben Common Card. Mir de Nummer interessiert mich Light Sunflora. Ich weiß nicht genau, was mit dem Light do richtig zu dienen hat. Mir schenkt einfach, dass er schon mit Lucht abgelöst ist, weil er kann sehr Solarbeam direkt so einfach drauf schmeißen. Das ist natürlich nicht eine Schwedianer-Karten, wo Solarbeam konnten. Ja, mir schon aber Light cool fand, wie wollte ich euch das mal weisen. Ah, Kabuto. Das ist eine Menge Fossilkarte, die heute war richtig schwer am Funk zu benutzen, weil du es müssen eine Trainerkarte Fossil haben, für können die überhaupt an den Feld anzurufen. Die wird da gegült wie als eine Art Base, eben Pokémon. Und der Fossil lässt dann an der nächsten Stufe zum Kabuto gehen. Cool, cool. Hier haben wir auch eine andere Num-Variante, eben den Darkwing-Lava. Eben oder Feuerriegel. Ne, ich meine Feuerriegel war die ich vor dem Buff. Für ja immer. Die Deutschen nehmen wir nie mehr in Sache. Also, das ist Herisandre auf Französisch gewirscht. Und ja, eben, was interessant war, die echt Darkformen sind mit der Team Rocket-Serie gekommen, mit dem Team Rocket-Set. Das war eh von denen echten, eben von der echten Generation. Ich meine, wenn ich mich nicht irre, war Team Rocket die fünfte Set für uns. Eben an, ja. Cool zu sehen, dass es den auch mal ging. Okay, nur einem langen Kampf mit dem Fokus von der Kamera. Hier ist ein Ancient Technical Machine, Stil-Typ. Eben, und das heißt am Anfang, so habe ich ein TM. Das ist ein Technical Machine, halt eben wie an der Spieler. Und das konnte ihn dann eben halt einem Pokémon gehen, für eine zusätzliche Technik dabei zu gehen. Das ist nicht etwas, was sie weiter lang gemäht haben. Weil, ja, also auf jeden Fall nicht, ob den Online-Spiel, den ich gratis kann, hochflöten für PC, Tablet und ich weiß nicht, was noch alles. Aber cool zu sehen. Als nämlich auch ein echt ein bisschen mehr shiny Karte wieder gesehen, die wir hier kruten. Lehm mal seit drüber, weil sie aber ein Uncommon ist.
Wunderbar. Und hier haben wir unseren ersten Halo Blinkish-Kart eben aus der E-Series. Interessant. Und zwar ein Manectric. Dann zeige ich dann das nicht ganz super. Muss ich aber so ein nasses schon gebeten, nur doch der Blinkish ist ein bisschen durch zerstört gehen hier. Ja, aber cool. Selten. Schon mal gedacht, wo bleiben sie? Weil ich weiß, dass ich die drei gesehen habe. Und ich meine, die kommen alle gehandelt. Nein, hey, Hummer, Articuno, Arctos, X-Kart. Eben X-Karten, die sind mich spät dabei kommen. Die kann ich einfach so an den Feld raufen mit Dachsen und ein No-Deal. Wenn ihn die verliert, verliert ihn direkt zwei Preise ab Platz von ihm. Eben, ja. Das tut noch so lange X-Karte, ja, das darfst nie mehr gegen benutzt gehen, weil sie vierstellig schwerer ist zum aktuellen Standard. Das kann ich so für den Großen von den Karten, ne? Die sind absolut kompetitiv nicht mehr benutzbar. Mit wunderschön, die echt Tippen von X-Karte, wo sie kaufen. Schön. Und da fahren wir direkt weiter. Hey, Hummer Lavados X eben. Ist dann nämlich die Serie wieder gesehen. Oh, so shiny. Wer soll's sehen? Wunderbar. So cool, dass die Bohr auch mal blinkt. Und geht weiter. Und zwar Hummer hey, Bisaflor. Eben Florisar oder Venusaur. Eben auch X-Kart. Wie ihr seht, shiny, shiny. Oh, wie sexy. Das ist cool, dass man die alle kriegt, ne? Da kommen sie wirklich alle gehören hin. Und hier ist eigentlich nur die echt an dem ganzen Kopf, wo man von tun. Das nennt den ein Reverse Holo. Und Zaraste. Das ist ein holographisch Kart, das ist ein Blinkisch. Mit Bild also nicht. Just alles. Also alles aus Blinkisch, bis auf Bild, wirklich. Wieder Gesichtsschmengen. Ich kriege da aber irgendwie hin am Bild, dass ihr gesagt dass alles farbig blinkt, bis auf also Krebs mit die. Aber cool. Immerhin. Ein seltene Kart. Und geht weiter mit den Seltenen. Hi, Huma, ein Knuddeluff, ein Grududu, eben, oder ein Iglipuff, Iglibuff, ich sehe mir nämlich ganz sicher, ob Puff oder Buff ist. Und ja, cool Sache. Und wir sind schon zu der letzten Karte kommen von unserem Käppchen. Und das ist ein freundlichen gemolten Tangela. Ich fand den Artwork schön, so cool. Guck dich da denn. Sag de nö. Tangela. Eben interessant obskuren Pflanz-Pokémon, weißt du, echt der Gen. Ich muss aber so ein Dart aus Apples, weil den irgendwie nicht mehr so rümpfen bei Pokémon. Motive sind ziemlich komplex gehen. Das heißt, das ist einfach wirklich einfach just ein Sac de Nœud. Einfach Kupf Spaghetti Monster, du. Den haben. Du bist nicht verdient. Also coole Pokémon. Underrated. Ma ja, da sieht man, was dich alles lohai an diesem Code mod kriegt. Unter anderem natürlich ein Päckchen Energiekarten. Wir kriegen 3 X-Cards. Und dann plus sind sie so cool an den Farben. Wir haben hier ein Päckchen und Blinkischer. Hi, als Blinkisch selten, also einfach seltener Powder. Blinkischer und nicht Blinkischer. Hi, Humor. Ja, am Anfang könnte ich die heute wirklich auch dabei machen, einfach. Eis ankommen. Und Eis kommen. Schlussendlich Humor mehr ankommen wie kommen, gut. Wird interessant das. Ich werde mich nur amüsieren, das Ganze sortieren und schon mal ein Konto gemäht auf einem Site, wo ich dann einen Katalog kann machen von all den Karten, wo ich schon und auch automatisch kann mit Leuten in Kontakt kommen, für zu tauschen. Und da wollte ich euch auch schwätzen. Und zwar, falls ihr Pokémon-Karten habt, entweder falls ihr das sammelt oder nicht, und ihr wärt interessiert an den Karten und ihr wollt tauschen, das wäre cool.
Ich will wirklich rum einfach Pokémons Karten tauschen. Aber das ist einfach so, dass bei denen mich Leute getauscht haben, also die, die ich kenne, die nicht nie abgehauen haben, die sind auf einem ganz anderen Niveau. Also die packen ein Booster Pack aus und direkt geht er dann die Sleeves und so. Und das Start werde ich noch 4 holen. Eben, ich weiß nicht, werde ich. Das Start werde ich auch 4 holen, ich weiß nicht, werde ich mal besucht holen. Und zwar hole ich heute. Ein Pack für Booster Packs. Einfach Standard Sleeves für provisorisch mal direkt dran zu machen, falls wir etwas Gutes finden. Und ne, wir machen das Lohn nicht. Wir haben alle zwei Tippen eben von den relativ aktuellen XY-Serien. Plus haben wir hier das Lash, was rausgemacht Sun and Moon. Eben, ja, zwei von alle. Und das werden wir an einem anderen Video machen, das auch lohnt nicht für direkt demnächst. Weil an den nächsten Sammelvideos werde ich lohnt nicht weiter Pokémon machen. Ich werde nächstes Mal höchstwahrscheinlich weisen, was an den Starter Packs von den Fine Fancy Trading Card Games alles zu kriegen ist. Eben, schreibt mir eben alle Verbesserungsvorschläge, die möglich sind. Eben, da das ein bisschen um irgendwo improvisiert. Boah, improvisiert, ich benutze ständig das Wort. Low Budget eben Präsentation hei. Ich will nicht unbedingt die richtigen Equipment. Ich hoffe, das ist aber agréable zu gucken, ne? Voilà. Auf jeden Fall, falls da wie gesagt will tauschen oder so. Oder falls da Pokémons Karten hat. Und die benutzt sie gar nicht mehr und die will sie losgehen. Ich komme sie sicher. Und da werde ich es auch ein so eben verdelen, weisen an so einem Video an dem alten Stil. Eben, voilà. Ich hoffe natürlich gefallen, wenn das der Fall ist. Habt ihr Lust mal Like, wie gesagt, Verbesserungsvorschläge an die Kommentare. Und bis nächste Kehr für einen anderen Teil von meiner Sammlung. Alle, das Walpenmilch. Ciao.